Guten Morgen. So, ich bin jetzt noch ganz dick eingepackt. Ich war nämlich eigentlich gerade draußen den Hund lüften, wollte bei wunderschönem Sonnenschein draußen ein paar Worte loswerden, aber der hat mir das jetzt permanent verkläfft und mir wurden dann auch die Finger kalt. Deswegen disponiere ich jetzt einfach mal um. Also, um was soll es gehen? Bewusstsein schaffen und Eigenverantwortung übernehmen. Denn das sind so die beiden Basics, die es einfach absolut braucht, wenn man irgendwelche gesundheitlichen Entgleisungen an der Wurzel packen möchte. Es will euch nämlich auch niemand zum Jagen tragen und ihr müsst immer Eigeninitiative mitbringen. Das Beispiel heute ist Diabetes. Wenn denn irgendwann eine Diagnose gestellt wird, das heißt aufgrund der Symptome das Kind einen Namen bekommt, dann ist da in der Regel auch ein Medikament verfügbar, das man dann verordnet bekommt, um die Symptome einfach mal auf stumm zu schalten. Ist jetzt mal grundsätzlich gar nicht zu verteufeln, denn es gibt einfach Situationen, da muss man gucken, weil diverse Blutwerte oder Stoffwechselprozesse dermaßen entgleisen, dass es keine Kollateralschäden gibt. Die Frage ist nur, möchte man das für sich auf Dauer akzeptieren oder möchte man der Frage des Warum, die sich natürlich immer irgendwo beantworten lässt, auf den Grund gehen. Und das ist was, da müsst ihr wirklich selber mitarbeiten. Und Diabetes ist einfach so ein Beispiel. Da gibt es einfach so viele unterschiedliche Wege, die zu dieser Symptomatik führen. Das möchte ich euch einfach noch mal kurz zusammenfassen. Ich habe es auch schon mal angesprochen in dem Video, das es dazu schon gibt. Ja, dass tatsächlich im Endeffekt, ich sag mal, die Erna nicht die gleiche Behandlung durchführen kann wie die Bertha, um Erfolg zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Klar, die können beide Medikamente einnehmen, um das Symptom zu unterdrücken. Die Ursache kann eine ganz andere sein. Also das, was man ja so gemeinhin kennt, das ist einfach die Tatsache, dass jemand über Jahre, weil sowas ist immer ein langer Prozess, bis sich aus einer Insulinresistenzen Diabetes entwickelt, viel zu viel Kohlenhydrate, gerade schnell verfügbare, zu sich genommen hat, und der Körper erstens mal den Bedarf dahingehend gar nicht hatte und zweitens auch mit der Verarbeitung gar nicht hinterhergekommen ist. Und dann kommt es letzten Endes dazu, dass die Zellen, denen hier permanent Zucker angeboten wird, irgendwann sagen, ey, sorry, wir sind noch beschäftigt, so viel brauchen wir gar nicht, hier ist mal Lieferstopp. Und dann werden diese Zellen quasi resistent erstmal gegen das Insulin. Und irgendwann kommt es dann, wenn das Insulin versucht, hier mit Gewalt immer Zucker reinzustopfen, zu einer Erschöpfung, na, der Produktion und dann versiegt letzten Endes auch das. Ja, von den Menschen sehe ich letzten Endes mal gar nicht mal so viele, weil das lässt sich gut behandeln, wenn man da seine Ernährung wirklich radikal ändert, auch teilweise mit Intervallfasten, dann kann man hier relativ schnell wieder eine Verbesserung herstellen. Ich habe eher mit denen zu tun, die sagen, ah, ich ernähre mich jetzt schon so lange mit wenig Kohlenhydraten und viel Gemüse und also wirklich so, dass ich das abnicken kann, wirklich gesund und es tut sich gar nichts. Und das sind dann so die Kandidaten, bei denen man so gut wie immer einen ganz, ganz miserablen Darmbefund vorfindet. Und die müssen da nicht Bauchschmerzen oder Blähungen gehabt haben. Ja, also das ist leider was, was nicht unmittelbar unbedingt wehtun muss. Da ist auch nicht jeder gleich sensibel. Und das, was bei denen fatalerweise passiert, ist, dass durch die Darmwand Zerfallsprodukte von gramnegativen Bakterien sich in der Blutbahn breit machen. Das führt zum einen zu Entzündungsfaktoren, die hier im gesamten Organismus getriggert werden. Und des Weiteren blockieren diese Lipopolysaccharide an sich schon Insulinrezeptoren an den Zellen, dass das gar nicht mehr wirken kann. Also da hat man wirklich hier
zwei ganz üble Geschichten am Laufen, die diesen Krankheitsprozess forcieren. Also ganz wichtig, der Darm spielt bei fast allen Krankheiten eine immense Rolle. Und infolge dessen der Entzündungsfaktoren, dann, dass man aufgrund dieser Insulinresistenz einen unglaublichen Vitalstoffbedarf entwickelt an verschiedenen Stoffen, ja, zum Beispiel Magnesium. Dahingehend, dass auch diese Entzündungsfaktoren die Mitochondrien schädigen, wird eine Mitochondrienfehlfunktion entstehen. Das war auch so der Titel meines Videos, das es zu dem Thema schon gab, dass Diabetes immer eine Mitochondrienfehlfunktion ist. Das heißt, ich habe dann irgendwann eine eingeschränkte Energiegewinnung in meinen Zellkraftwerken. Läuft jetzt alles rund, würden mir die pro Energiegewinnungszyklus 38 Teile ATP, kann man sich ja wie 38 Geldscheine, Energiewährung ausspucken. Würde das Ganze jetzt super ineffektiv laufen, hätten wir nur 2 ATP. Ihr liegt dann in der Regel irgendwo da dazwischen. Und das kann man überprüfen im Labor. Und ein dritter Faktor, den man gar nicht üblicherweise auf dem Bildschirm hat, warum es zum Diabetes kommen kann, ist genau dieser Mangel an ATP, diese Mitochondrienfehlfunktion, die, wie ihr hier jetzt seht, die Henne oder das Ei gewesen sein kann. Und irgendwann entsteht ein Circus vitiosus, das System generiert sich selber zum Negativen. Also, wenn wir jetzt in den Zellen der Bauchspeicheldrüse zu wenig ATP generieren, dann wird ein gewisser Schwellenwert nicht überschritten, der sozusagen den Reiz setzt, Insulin auszuschütten. Und dann habt ihr einen Mangel an Insulin aufgrund eines Energiegewinnungsdefizites. Also, da kann man auch noch gucken. Also, ihr seht, das ist mal wieder ein Fall für Sherlock Holmes. Wer nicht weiterkommt, ich schreibe meine E-Mail immer drunter. Danach kann man da gerne mal auf Spurensuche gehen, wo es an welcher Stelle auch immer hängt.